Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Landwirtschaftssimulator 2025. Ihr müsst keine Angst haben, Leute. Das Ding tut euch nichts. Ich gehe auch direkt wieder rein. Ist ein bisschen laut, ne? War nicht so clever, so die Folge zu beenden. Ja, wie ihr seht, sind wir gerade dabei, Raps zu ernten. Und dann machen wir heute erstmal munter weiter, ne? Und schauen, dass wir das Feld hier einmal komplett abarbeiten. Dann werden wir unser hart geernteten Raps verkaufen. Und dann machen wir uns direkt dran, dieses Feld wieder ready zu machen. Und dann sehen wir da irgendwas Neues an. Wahrscheinlich nochmal wieder Raps oder wir gucken mal, was der Kalender noch so hergibt. Hätte ich mal gesagt, ne? Ja, das steht heute so auf dem Plan. Mal gucken, wie lange das dauert. Ja, man kann ja, wie gesagt, auch hier so eine Helfer einstellen. Die kosten aber, glaube ich, Kohle, ne? Also da müssen wir dann mal gucken, ob wir das machen. Und wenn ja, wie viel wir das machen. Ich denke mal, später wird man das tun. Aber jetzt am Anfang will ich natürlich die ganzen Aufgaben einmal selber machen, sonst ist es ja irgendwie ein bisschen lame. Dafür habe ich den Simulator ja organisiert, ne, dass wir ja schön selber arbeiten, ne, das ist ja der Plan. Ne? Ja. Ja, und nebenbei quatschen wir ganz gemütlich, ne? Nebenbei würde ich sagen, quatschen wir so ein bisschen gemütlich. Ich habe auch ein bisschen was zu erzählen. Ich hatte tatsächlich heute meine erste Sprachtherapie-Sitzung. Für diejenigen, die es noch nicht so mitbekommen haben, ich hatte ja jetzt zweimal einen sogenannten Polypen im Hals, das war ein Knoten, der wurde dann da so rausoperiert. Und nun nach der zweiten OP, wo mir so ein Ding rausoperiert worden ist, meinte zum einen schon die Chefärztin, ja, die Dinger, die wachsen leider wie Scheiße, also das Zeug kommt halt immer wieder. Und ja, war dann nachher beim HNO-Arzt, um Nachkontrolle zu machen und zack, die Bums, schon wieder ein Knoten, also sogar zwei auf den Stimmbändern. Aber diesmal gilt es nicht, operiert zu werden, sondern das Ganze wegzutherapieren. Und deswegen habe ich den sogenannten Blubberschlauch bekommen. Das ist, ich glaube, warte, wie heißt das? Laxvox, so heißt das. Das ist so eine Stimmtraining, Stimmbandtraining, das man macht mit so einer Blubberflasche. Da füllt man so ein bisschen Wasser rein. Dann ist da so ein Silikonschlauch drin. Der Silikonschlauch wird dann 2 bis 3 cm ins Wasser eingetaucht und dann nimmt man den in den Mund und pustet, blubbert da so Us rein. Und durch das Wasser hat man ja ein bisschen Gegendruck beim Ausblasen sozusagen. Und das trainiert dann halt die Stimmbänder. Und mit der Zeit erhöht man dann die Tiefe auf bis zu 4 cm. Und das machst du so am Tag 5 mal 2 bis 3 Minuten. Mache ich auch immer fleißig und mache ich auch immer vorm Aufnehmen. Und tatsächlich merkst du wirklich, das bringt richtig was. Hätte ich nicht gedacht. Ich saß da und blubberte mit meinem Schlauch rum und kam mir vor wie der letzte Depp. Aber ganz ehrlich, es funktioniert tatsächlich. Das bringt wirklich richtig Training rein. Ja, und neben diesem Lock... Alter, was ist mit mir denn los? Bin ich besoffen oder was? Was ist hier denn passiert? Das ist ja Katastrophe, sagt das. Also zum Glück bin ich mein eigener Chef, ne? Das darf ja keiner sehen. Das ist ja Katastrophe. Naja, auf jeden Fall, das mache ich jetzt immer ganz fleißig. Und dann wurde mir halt noch eine Sprachtherapie, mindestens 10 Sitzungen verschrieben. Und da waren ja einige von euch auch neugierig, wie sieht denn so eine Sprachtherapie aus und was macht man denn da? Und ja, heute war erstmal sozusagen Kennenlernen. Bin ja schön mit dem Rad hingetingelt, weil es von hier aus nicht so weit weg ist. Und dann dachte ich mir, naja, dann kannst du das ja als sportliche Aktivität gleich mitsehen. Etwas, was ich später, Spoiler, bereuen werde. Auf jeden Fall bin ich da schön hingeradelt. Das klappte alles tutti frutti. Und ja, dann ging das los. Erstmal ein bisschen Fragekatalog, ne? Das übliche, rauchen Sie, trinken Sie Alkohol, wie ist es dazu gekommen, was für Symptome haben Sie und so weiter und so weiter. Da wurde erstmal ganz schön viele Fragen wurden gestellt und gemeinsam beantwortet. Die gute Therapeutin ist auch echt gut drauf, also hat richtig Spaß gemacht mit ihr. Und ja, danach haben wir dann die ersten paar Übungen gemacht. Das war jetzt erstmal nur der Auftakt, aber das ging erstmal los. Die Ursache oft für solche Stimmenprobleme ist in der Regel Verspannung und Stress. Und ich muss zugeben, Stress habe ich die letzten 3 Jahre quasi permanent auf Arbeit vor allen Dingen, aber auch im privaten Leben ganz schön. Also Stress ist tatsächlich seit geraumer Zeit ein permanenter Begleiter von mir. Und das irgendwie zu reduzieren, ist gar nicht so einfach. Ich versuche jetzt momentan so mein Bestes, habe auch so meine Chillax-Momente, wo ich mir am Wochenende, keine Ahnung, ohne Scheiß, da mache ich mir teilweise einfach eine heiße Badewanne, nehme mir ein schönes, köstliches Getränk mit rein in die Badewanne und mache mir dann so Duftkerzen an, so eine Kacke und versuche einfach mal komplett tiefen zu entspannen. Also so eine Sachen mache ich inzwischen, um ein bisschen runterzukommen halt auch. Ne? Und ja, also Stress ist auf jeden Fall einer der Punkte, die dafür sorgen, dass natürlich deine Psyche und aber auch tatsächlich dein Körper halt angespannt sind. Und Verspannung und Anspannung sind, was diese Symptome, also die Symptome dieser Knoten angeht, ein ziemlich großes Problem und auch ein Auslöser dafür. Hätte ich gar nicht gedacht, weil wenn dein ganzer Oberkörper verspannt ist, oh, irgendwas passiert. Also ich bin ja vorbereitet, Selbstversorger, ja siehst du wohl, was auch immer das bedeuten mag, aber wir haben das drauf. Auf jeden Fall, wenn dein ganzer Oberkörper verspannt ist,
also Schulterpartie, die Brust, der Rücken, der Nacken, dann ist natürlich auch der Bereich, wo deine Stimme sich bildet, also die Stimmbänder und so weiter im Hals, die sind davon natürlich auch betroffen. Ja, Leute, wir sind fertig übrigens. Ich fahre mal eben wohin, wo wir gleich schön abtanken können. Ist das ein Reh? Moment. Moment. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen prüfen, ob es ein Poloch hat. Man kann sich irgendwie ducken. Okay, ich schleiche mich vorsichtig an. Vorsichtig und leise wird sich angeschlichen. Das ist ja wie bei mir hier zu Hause. Da habe ich auch immer Rehe. Ja, krass. Vorsichtig, vorsichtig. Ihr könnt jetzt schon... Nein, renn doch nicht weg. Ich muss wissen, ob du ein Poloch hast. Wie soll ich das denn so rausfinden? Oh nein. Ah gut, diese Mission wird erstmal ungeklärt bleiben. Diese Frage. Aber sobald wir ein Fernglas oder sowas haben, werden wir das noch rausfinden. Es wird passieren, Leute. Wir werden dieser Frage auf den Grund gehen. Naja, auf jeden Fall, wenn halt alles so verspannt ist in deinem Körper, ist das schlecht für die Stimme. Und somit haben wir heute so eine Entspannungs- und Dehnübungen gemacht. Also quasi den Kopf ganz doll nach links und ganz doll nach rechts. Und dann einmal so kreisen und nach vorne und so weiter. Damit ging es los. Dann die Schultern kugeln und kreisen lassen. Vorwärts und rückwärts. Das war heute Thema. Ich muss mal eben kurz das Rohr ausfahren. Ihr kennt das ja schon. Wunderbar. Zack. Und jetzt müssen wir uns den Traktor mit Anhänger holen. Ja, und dann neben Schultern kreisen lassen und so weiter. Hinstellen und dann einfach die Arme locker schlackern lassen, so nach vorne und hinten. Einfach so, wie man das kennt, ne? Hinstellen und einfach die Arme schlackern. Vorne und nach hinten, bis sich da alles ein bisschen eingerenkt hat. Und dann aus der Hüfte so kreisen und sie um einen rumschlackern lassen. Und so eine Übung haben wir heute gemacht. Oder sich hinstellen, leicht in die Knie gehen, also die Knie so entspannt ein bisschen einknicken. Und dann nach unten beugen und ganz langsam wieder nach oben fahren, dass man so Wirbel für Wirbel einmal knacken lässt. Das war heute so sozusagen diese Übung, die soll ich jetzt immer machen, wenn es reinpasst, so morgens und abends vielleicht vom Schlafen und vielleicht, wenn es noch geht, nochmal mittags. Ich bin mal gespannt, wie viel Raps da reinpasst, aber ihr seht schon auch, der Raps hat auch eine andere Farbe. Also wir hatten ja gerade eben Weizen drin, das war natürlich gelb und der Raps ist jetzt, wie sich das gehört für Raps, so dunkelschwarz. Sehr, sehr cool. Und dann gab es noch ein paar Stimmdinger und die, da musste ich echt lachen, weil ich mir vorstellen musste, Alter, wenn ich zu Hause hier sitze und das mache und meine bessere Hälfte kommt rein, der lacht sich den Arsch ab, ne? Was war's denn? Also einmal so summen, so mmm, oh, und dann ein Vokal raushauen und dann wieder so summen mmm, ne? Sowas musste man machen. Und dann kauen, also richtig überdramatisierte Kaubewegungen. Und dann dabei auch. Und so saß ich dann da heute. Sie hat das immer vorgemacht. Ich habe das dann nachgemacht. Und ich musste mir halt immer vorstellen, wie das ist, wenn ich da zu Hause hier sitze, das mache. Und Schatzi kommt rein oder guckt sich das einfach nur an. Was der dann denkt. Es war herrlich. Deswegen musste ich auch lachen. Und dann meinte sie auch so zu mir, was empfinden Sie denn dabei, wenn wir das hier so machen? Und dann war ich so, ganz ehrlich, ich find's irgendwie mega witzig. Aber nicht jetzt irgendwie, weil ich das lächerlich finde oder so. Sondern ich habe ja auch gesagt, ich bin komplett invested. Ich bin da voll dabei. Ich werde alles machen, was geht. Ich bin da richtig dran, weil ich mache jetzt alles. Hauptsache, es wird besser. Und ja, war witzig. Die ist auch echt gut drauf. So, jetzt müssen wir mal was verkaufen, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das geht. Wachstum, Feldfrüchte... Hotspots, Abladestation, okay, hier. Das ist eine Ladestation, das ist eine Abladestation. Abladestation ist egal, wo man hinfährt. Ich will die sehen. Kann ich denn da besuchen, Markierung setzen? Sehe ich denn irgendwie die Preise? Egal, wir fahren jetzt mal hin. Hier gibt es ja verschiedene Abladestationen, da ist noch eine. Ist es egal, wo man hinfährt? Das ist das Getreidesilo West, da will ich jetzt hin. Markierung setzen. So. Wir fahren jetzt zum Getreidesilo West. Da, jetzt hat er auch eine Markierung auf der Karte. Sehr cool. Okay. Also Leute, wir brechen auf zum Getreidesilo West und werden hier unseren wunderschönen Raps losen. Guck mal, wie viel das ist. Verrückt, oder? Oh, oh. Ich wollte dir nochmal von außen zeigen. Da. Alter, auch mal das Detailreichtum, ey. Wie krank ist das denn? Hier, guck mal. Man kann zwar reingucken, okay, aber... Das sieht schon gut aus. Ja, ist gut. Ich fahre ja. Oh je, wir halten hier den ganzen Verkehr auf. Das ist nicht in Ordnung.
das nicht in Ordnung? Naja, auf jeden Fall, das war heute der erste Tag und morgen ist der erste richtige Tag dann, wo wir dann nur Übungen machen, keine, wo hier ein Betonmischer kommt uns entgegen, wo wir dann auch nicht noch irgendwie so Vorgeplänkel haben, sondern da gibt es wirklich eine komplette Sitzung, nur Action. Ich bin gespannt, ich werde euch dann auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen berichten, wie das dann so abläuft. Aber ja, ich bin auf jeden Fall total motiviert und werde natürlich mit aller Kraft alles geben und das machen, auch hier zu Hause privat. Ich habe auch hier gerade, bevor ich los Let's Played habe, habe ich auch gerade nochmal meine Dehnungsübungen gemacht und so, habe nochmal 2 Minuten den Blubberschlauch benutzt. Und ja, ich werde berichten und hoffe natürlich das Beste. Aber sie hat auch erzählt, das ist halt echt, das ist das richtig krasse Ärgerliche, ne? Sie hat halt auch erzählt, wenn man einmal sowas mit der Stimme hatte, so wie ich jetzt, also wenn das einmal losgeht, dass man diese Knötchen da hat oder sonst irgendwelche Probleme, dann kriegt man das im Grunde nie wieder komplett weg. Also dann ist man drin, du bist quasi angeschissen und ab jetzt wird dich das begleiten. Du kannst das nur reduzieren, du kannst dagegen arbeiten, aber es wird wahrscheinlich niemals wieder komplett weggehen. Und da muss man sich überlegen, dass ich diese Scheiße ja nur an der Hacken habe, weil ich beim Grillen ein Metallstück verschluckt habe. Hätte ich nicht, gierig wie ich bin, an diesem Tag einen wunderbar köstlichen Burger mit extra Metallzulage zubereitet, dann wäre das alles nicht passiert. Nur wegen diesem Burger werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nie wieder komplett so reden können und mit so Inbrunst und Elan, wie ich das halt früher gemacht habe. Und das ist auch krass, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Ich finde das ganz schön irre, aber so ist das Leben, ne? Muss halt das Beste jetzt draus machen. Und deswegen, ich lasse mich davon auch nicht unterkriegen. Mach da jetzt das Beste draus. Geb halt so viel, wie es geht. So, wie sehe ich denn jetzt, was ich dafür bekomme? Ich würde gerne die Preise sehen. Inhalt wird geladen. Bitte warten. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's. Okay, ich kann Aufträge annehmen. Ach, guck mal, man kann auch Aufträge annehmen. Alles klar, irgendwelche Arbeiten. Hier sind unsere Tiere. 50 Monate ist das schon alt. Okay, man sieht auch, was das kostet. Hier ist die Karte. Produktionsketten. Preise. Ah, okay, das ist ganz einfach. Die nehmen wohl alle das Gleiche. Was gibt's denn für Raps? Kann ich das irgendwie filtern? Badewanne? What the fuck? Finanzen, Statistiken, Preise. Ach, hier kann ich, glaube ich, sehen, was ich habe. Raps. Ah, guck mal, hier sieht man die Preise. Plus Silo, Getreide, Terminal, Bauernmarkt. Okay, die sehen aber auf jeden Fall gerade aktuell ganz gut aus. Hier sieht man auch den Verlauf und so, die Ölmühle. Das, wo wir jetzt sind, ist hier, glaube ich, gar nicht drauf, ne? Getreideflusssilo. Na egal, ich schütte jetzt einfach mal ab und dann will das schon. Wir wollen jetzt nicht overthinken, ne? Einfach mal machen. Man muss auch einfach mal machen. Okay, ich habe gar kein Geld bekommen, kann das sein? Oder waren das jetzt 1000 irgendwas? Ich bin sehr verwirrt. Was ist jetzt passiert? Warte, ich habe das eingelagert. Okay, ich habe das eingelagert. Ich habe das nicht verkauft, sondern ich habe das jetzt eingelagert. Aha. Und wie kann ich das wieder auslagern? Ah, alles klar, warte mal. Okay, wir lernen das. Ich bin ja noch am Lernen, ne? Also wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Rücksicht mit mir nehmen. Das war jetzt also keine Verkaufsstelle, sondern eine Einlagerungsstelle. So, Befüllung starten, R. Raps, alles. Aha, guck mal, wir haben den einfach mal durch die Gegend gefahren. Damit es läuft. Okay. Jetzt verstehe ich das langsam. Alles klar. Aber dann ist das also keine Verkaufsstation. Ladestation. Wo haben wir denn vorhin verkauft? Viehhändler. Mist. Gülle.
Aber wir haben doch auch hier was verkauft. Zugmieten. Depot. Oder war das nicht da? Lass mal eben hier hinfahren. Beim Viehhändler ist aber komisch. Lass mal zum Depot fahren. Oder waren wir hier oben vorhin? Nee, bei der Molkerei waren wir auch nicht. Oder waren wir hier? Der Bauernmarkt. Ich check nochmal die Preise. Ich muss es eh mal checken. Wir müssen mal in Ruhe rangehen. Also Preise für Raps. Und dann sehen wir hier, der Bauernmarkt gibt momentan das. Das Getreideflusssilo gibt das. Und hier das Terminal gibt am meisten. Lass uns zum Terminal fahren. Das ist auch weit weg, aber ist egal. Wir setzen uns jetzt eine Markierung zum Terminal. Okay, die sitzt auch auf der Karte. Und nun fahren wir dahin. Okay? Wir lernen das ja noch. Wir sind hier gerade erstmal, wir müssen uns erstmal eingrooven in diese Welt. Und wo man wie, wo was verkauft und so. Aber jetzt haben wir schon mal gelernt, wo wir unsere Sachen silieren können, ja? Ist das der Fachbegriff? Ich kenne Silage. Ich wollte ein bisschen cool wirken, als wäre ich vom Land. Ich bin ja auch vom Land, aber ich kenne mich da trotzdem nicht so aus. So, aber so weit ist das auch geil. Guck mal, 800 irgendwas Meter. Das schaffen wir schon. Wir fahren jetzt erstmal darüber über Uppala. Vielleicht auch mal auf der richtigen Straßenseite fahren. Und dann verkaufen wir das. Alles wird gut. Dann kommt halt die Kohle auch rein, ne? Ja, ja. Aus mir wird noch so ein richtiger erstklassiger Bauer. Ich sag euch das. Das wird noch. Gut Ding will Weile haben. Man muss sich ja in so einem neuen Job auch erstmal zurechtfinden. Und man muss auch sagen, wie es ist. Opa hat jetzt nicht unbedingt richtig rausgehauen, ne? Also, der hätte ruhig mir auch noch ein bisschen mehr an der Hand nehmen können. Also, ich fühle mich noch nicht so hundertprozentig abgeholt, muss ich sagen. Also, einmal hier so auf dem Feld rumgrubbern, ein bisschen was mähen. So, ja, viel Spaß, ne? Weiß, wie es geht. Tschüss. Wenn du noch Tipps hast, ich bin hinten mit einer Flasche Wein. Kannst mich fragen, ne? Ja, Opa. Ist gut. Hab hier wohl auch Züge fahren? Züge und ich, das ist ja mal ganz, gar keine gute Kombination, ne? Muss man ja mal sagen, wie das ist, ne? Ach, ich finde es auch schön, du. Die ganze Folge fast nur mit Rumfahren verbracht. Weil ich nicht weiß, wie das geht. Aber ist auch gut. Wenn ich hier heute durch bin mit den Folgen, dann checke ich auch nochmal Google und hier das Steam-Forum, ob irgendjemand schon eine Lösung für dieses Geflickere gefunden hat. Das ist ja doch ein bisschen nervig, ne? Also es geht. Wie gesagt, es ist kein kompletter Gamebreaker oder so. Aber nerven tut schon. Muss man ja ganz klar sagen. So, Leute, wir nähern uns dem Ziel. Müssen wir nur einen Weg dahin finden. So ein richtig schönes Hafenterminal, ey. Da, guck mal, mit Schiff und Aal. Ja, crazy. Das ist schon cool. Oh, nicht in Gegenverkehr fahren. Bisschen die Konzentration, Fuchs, ne? Bisschen auf den Straßenverkehr achten. So, Achtung, wir fahren mal hier linker Hand. Da müssen wir diesen kleinen Weg hier runterfahren. Da hoffe ich aber nicht, dass da Gegenverkehr jetzt kommt. Das sieht aber ein bisschen gefährlich aus. Das macht denn unser Anhänger? Der macht das mit, ja? Ja, der macht das mit. Alles cool. Boah. Hier werden noch Shader geladen. Merkst du richtig. So, dann wollen wir mal die Kippung einleiten. So Leute, auf geht's. Wir haben jetzt 2500 gerundet. Guck, was jetzt rauskommt. Oh ja, da geht schon ein bisschen mehr hier. Eindeutig. Ja, ja, ja. Jo, guck mal. 10.275, da steht das sogar. Einnahmen durch Ernte. Also, das ist nicht schlecht. Okay, damit kann man arbeiten. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal irgendwo Getreide kaufen oder sowas. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu einem Getreidehändler. Wobei, ich schaue erstmal bei meinem Hof. Wo ist mein Hof? Das ist natürlich auch... Ja, Hahn ist ja gut. Wo ist denn jetzt mein Hof? Hotspots, Fahrzeuge, Kombination, Geräte, KI-Helfer. Aber wo ist mein Hof? Ist das mein Hof? Ich glaube, das ist mein Hof, oder? Ja, hier ist auf jeden Fall mein Mähdrescher. Das sieht gut aus. Okay. Kann man sich irgendwo eine Karte, einfach eine Markierung setzen? Ah ja, hier, ich kann einfach hier sagen,
Da steht auch Hof. Bauernhaus. Alles klar. Okay. Leute. Gut. Also. Wir machen an dieser Stelle jetzt aber erstmal wieder einen kleinen, ganz muggeligen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.